Jetzt habet allsamt Achtung, Leut, und hört, was wir vorstellen heut, ist als ein geistlich Spiel bewandt. Vorladung Jedermanns ist es zubenannt. Mit Jedermann hat die Erfolgsgeschichte des Sommertheatervereins Mödling vor St. Ottmar vor 10 Jahren begonnen. Im Jubiläumsjahr 2018 hat sich das Team daher für eine werkgetreue Wiederaufnahme entschlossen. Worin liegt eigentlich das Erfolgsgeheimnis des Projektes? Ich glaube, einmal der Platz, der einzigartig ist. Wir haben hier ja ein Kraftfeld, deshalb ist hier die Kirche auch außerhalb der Stadt. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, dass wir versuchen, durch abwechslungsreiches Programm dem Zuschauer immer wieder was Neues zu bieten, um also nicht in einer fixen Schiene festzufahren. Und mit diesem Jedermann heuer möchten wir uns eigentlich für die große Zuneigung des Publikums bedanken, die wir ja durch die 10 Jahre erfahren haben, und daher in einer Top-Besetzung eine Wiederaufnahme heuer zum 10-jährigen Jubiläum. An der Faszination der Figur Jedermann und der Geschichte vom Sterben des reichen Mannes hat sich nichts geändert. Da steckt alles drinnen. Das ganze Leben, es steckt alles. Es steckt einfach alles drin. Nur vielleicht ein einziger Punkt. Es gibt so viele Leute, die über fromme Menschen lästern, und ich war auch nicht ganz unschuldig in diesen Themen. Aber wenn es ans Ende geht und wenn man weiß, jetzt kommt das Ende, ja, dann stehen plötzlich die heiligen Figuren, das Weihwasser in der Nähe. Es wird doch ein Pfarrer bei der Beerdigung sein. Also am Schluss werden es alle gläubig. Ich glaube keinem Menschen, dass er nicht Angst vor dem hat, was eigentlich unser Leben ist, nämlich Sterben. Für die Hauptdarsteller sind die Figuren vielschichtig und die Bedeutung ihrer Rollen geht weit über die Grenzen von Salzburg hinweg. Es ist nicht so religiös und es steckt wahnsinnig viel Wahrheit drin. Und nicht umsonst wird das Stück immer und immer und immer und überall gespielt, und nicht nur in Salzburg, seit 90 Jahren, glaube ich. Und ich habe das Stück wirklich und die Rolle und diese Figur, obwohl er manchmal ein ganz, ganz fieser Kerl ist, sehr lieb gewonnen. Erstens liebt sie ihren Sohn, was auch das immer für ein Lebemann ist in ihren Augen, und eben zu wenig religiös. Sie ist sehr, sehr bigott, aber sehr bodenständig und schimpft auch mit dem Buben, dass er für sie zu wenig Zeit hat und dass er sich also viel mit vielen Weibern herumtreibt, was ihr auch überhaupt nicht passt. Aber letztlich ist sie doch ein liebendes Mutterherz und verzeiht alles. Und nur die Hoffnung, dass er vielleicht doch einmal heiratet, macht sie schon glücklich. Und wer sein Herz hat auf irdisch gut geworfen, dem will ich Sommertheater unter freiem Himmel stellt die Darsteller vor besondere Herausforderungen. Es ist ein wunderbares, weitschweifiges Ambiente. Man muss sehr gut stützen und gut sprechen. Und man muss aufpassen, dass man nicht im Raum verschwindet. Also man muss kräftig sein und Kraft haben und so, damit man die Leute auch heranzüchtet. Naja, einmal im Freien zu spielen ist ganz was anderes als in einem geschlossenen Raum. Man hat hier jede Menge Irritation, das Flugzeug, das drüber fliegt, ein Hundegebell, eine Feuerwehrsirene etc., den Wind, der immer aus anderer Richtung bläst, Lichtverhältnisse, die unterschiedlich sind. Zu Beginn sind wir ja noch in der Hochsommerzeit, also Juli, wir gehen ja bis in den August, da ist es deutlich dünkler. Eine Menge eigentlich, die, möchte ich sagen, Unwägbarkeiten gegenüber einem fixen Bühnengebäude, einem Indoor-Theater, wo alles eigentlich wie mechanisch immer wieder nach demselben Schema ablaufen kann.